Willkommen bei Mathe mit Rick, willkommen zu 50 Tage, 50 Gleichungen, Tag 16. Auch heute zeige ich dir wieder eine schöne Gleichung. Es wird eine exponentielle Gleichung sein, eine Exponentialgleichung. Und ja, würde sagen, geil, los geht's. Tag 16 und die heutige Gleichung lautet e hoch x Quadrat minus x minus 6 ist gleich 1. Puh, schon wieder eine E-Gleichung und boah, der Exponent sieht ja noch schlimmer aus als der von Tag 15. Aber keine Sorge, wir gucken uns wieder Typ und Tool einzeln an. Typ ist wieder, wie bei Tag 15, auch exponentiell Typ 1. Alle E-Terme gleicher Exponent, gibt ja nur ein E-Term und das ist hier der Exponent. Ja? So, Tool dazu heißt E-Terme zusammenfassen, E-Term isolieren und dann logarithmieren. Okay, wenn wir uns die Kiste mal angucken, die E-Terme zusammenfassen, naja, gibt ja bloß einen E-Term. Also ist da schon eine Zusammenfassung erfolgt, das ist schon mal gut. E-Term isoliert es auch. Ja, warum? Da steht ja nichts dabei. Also E-Term steht alleine. Wir können also direkt bei Step 3 beim Logarithmieren einsteigen und das machen wir doch glatt. Logarithmieren also auf beiden Seiten, dann schreibt man so, der Logarithmus, Klammer auf, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und schreibe ich den Logarithmus erstmal davor hin. Also ln e x Quadrat minus x minus 6 ist gleich ln von 1. Bis hierhin noch ja nichts passiert. Na, erstmal nur Logarithmus vor das e und vor die 1 geschrieben. Warum machen wir das? Logarithmieren und exponentieren, also ln und e, sind Gegenoperationen und heben sich gegenseitig auf, wie x plus 4 minus 4 oder mal 4 durch 4. Ja? Übrig bleibt dann das, was im Exponenten steht, also x Quadrat minus x minus 6 und ln 1 kann ich ausrechnen, das ist nämlich 0. Das bedeutet, ich habe jetzt diese exponentielle Gleichung durch Logarithmieren in eine andere Gleichung überführt. Und diese Gleichung ist wieder quadratisch und da kann ich die PQ-Formel anwenden. Ja, PQ-Formel war ja nochmal x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus minus p halbe zum Quadrat minus q. Genau, das war doch dann eben p einmal angucken. P steht die Zahl vor dem x minus 1 hier eintragen und q ist die Zahl hier hinten, minus 6, direkt hier eintragen. Genau. Wir machen Sie das folgendermaßen aus. x1, 2 ist gleich so. P ist minus 1. So, minus mal minus ist plus und durch 2 ist dann halb. Dann kommt plus minus. Jetzt haben wir gesagt, der Trick sieht so aus, dass wir von hier nach hier quadrieren können. Also ein halb zum Quadrat ist ein Viertel. Und dann minus minus 6 ist plus 6. Wurde sogar ganz übermütig zu lang gemalt. Macht aber nichts. Ein Viertel plus 6. Ja. x1, 2 ist gleich 1 halb plus minus. Wurzel aus. Jetzt kommt der nächste coole Trick. Ein Viertel. Und jetzt schreibe ich nicht plus 6, sondern ich schreibe plus. Jetzt erweitere ich 24 Viertel. Was habe ich gemacht? Ich habe die 6 so erweitert, dass ich auf Viertel komme. 24 Viertel ist nämlich auch 6 und ich kann die super cool zu der ein Viertel dazu addieren. No? Dann habe ich nämlich, was habe ich denn? Ja, ein halb plus minus Wurzel aus 25 Viertel. Joa. Und dann bekomme ich x1 ist gleich ein halb plus, naja, 25 Viertel. Daraus die Wurzel ist 5 halbe. Dann habe ich x1 ist gleich ein halb plus 5 halbe ist 1 plus 5 sind 6 durch 2 ist 3. Und x2 ist gleich ein halb minus 5 halbe. Das ist dann 1 minus 5 ist minus 4 durch 2 ist minus 2. Und das sind hier meine Lösungen. 3 und minus 2. Ja, da wir hier nur noch ein E-Term haben, kannst du bei einer Gleichung dieser Art einfach direkt logarithmieren. Ja, durch das Logarithmieren holst du den Exponenten runter und transformierst die Exponentialgleichung, die exponentielle Gleichung, in eine andere Gleichung, wie
in diesem Beispiel in eine quadratische Gleichung, wo du dann mit der PQ-Formel einfach draufhauen kannst. Damit du kurz nochmal üben kannst, habe ich für dich nochmal eine Gleichung vorbereitet und sie lautet e hoch x² minus 2x minus 3 ist gleich 1. Bitte die Gleichung lösen. Schau die Lösung dazu gerne im Video von Tag 17 an. Denk dran, den Channel zu abonnieren, wenn du noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, tschüss, dein Rick.